Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So, wusch. Wusch, wusch. So. Nichts mehr runter. Keine Ahnung, wo wir da jetzt sind. Aber es scheint richtig zu sein. Und da drüben ist auch schon... Also wir kommen auch schon immer unserem Objekt der Begierde näher. Ich schau mal, wo es da runter geht. Oh Gott. Vor Jahren waren sind das Heuler? Ein guter Arbeitsplatz. Stilton hat dafür gesorgt. Niemand wurde wegen einer Verletzung gefeuert. Ja, anscheinend. Das Bergamt hat sich darum gekümmert. Und das Familienkomitee hat dafür gesorgt, dass die Bosse nie zu gierig waren. Eine Art Pattsituation. Alles hat funktioniert, solange keine Seite die Oberhand hatte. Und genau das ist passiert, als Stilton verschwunden ist. Oh, was haben wir denn da? Ein paar Habseligkeiten. Mäuschen. Mäuschen, Mäuschen, Mäuschen. Ja, ja, ja. So, wo ist jetzt dieses Knochenfragment? 14. Da, Deichsel. Was war denn das jetzt? Falle? Wieder Falle? Da, Falle. Scheiße, Falle. Na toll. Sind hier auch wieder Fallen. Wie schön. Weißt du wirklich, was du da tust? Ich habe mit Bruder Cardosa auf der Halbinsel Taktik gelernt. Die Piraten dort benutzen die gleichen schmutzigen Tricks. Ein todsicherer Weg seinem Beutel. Die Heuler sind nicht für ihre Vorsicht bekannt, aber die hier sind halb so schlimm für eine ruhige Hand, die weiß, welche Kabel durchtrennt werden müssen. Du musst es tun, nur richtig. Warte mal. Aha. Vielleicht kann man sich recht. Druckplatte verbunden. Mhm. Muss mich das jetzt interessieren? Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte mich gern dieses Knochenfragmente da holen tun. Knochenfragment. 6 Meter. Irgendwie noch dahinter. Dahinter. Schwarzmarkthändler. Haben Sie. Okay. Ein bisschen aus diesem Loch komme ich nie mehr raus. Würde ich Staub verkaufen, wäre ich reich. Servus. Du hast da was, was ich gern möchte. Was ist das? Naja, sehen wir gleich. Hallo. Also, gnädigste. Ein... diese Woche bei den Preisen. Okay. Ich hätte gern Ausrüstung. Und zwar habe ich da drüben was Interessantes gesehen. Alle Seiten. Das hier, was ist das? Karte von Aramis Stiltons Haus. Aramis Stiltons Haus. So. Beim Durchsuchen des Büros für Architekturplanung hat jemand eine Karte von Aramis Stiltons Haus gefunden. Jo, nehmen wir es mit. Karl-Werkzeug haben wir schon alle. Da haben wir auch alles. Da können wir von mir aus 3 mitnehmen. Da sind wir auch voll. Passt. Weg. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. 2, ja, sehe ich gerade. Heulbolzen. Auf dem Schwarzmarkt können nun Bolzen gekauft werden, die für kurze Zeit Gegner betäuben und blenden. Okay. Sie darf es nicht bereuen. Was ist das? Uralter Heulbolzen. Blender Gegner lässt Hexen fliehen. Lässt Wolfshunde fliehen. Aha. Inferno-Bolzen. Entzündlicher Bolzen mit größerem Radius. Setzt mehrere Gegner in Brand. Nehmen wir den halt auch mit. Jo. Aber jetzt lassen wir es gut sein, sonst sind wir pleite. Die beiden lassen wir noch. 600. Ja, das lassen wir noch vielleicht. Ich würde sagen, das vielleicht auch noch. So. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Ja, eigentlich das Knochenfragment da hinten. Hätte ich gern.
Ernsthaft? Immer, also warum kann sie nicht Schlösser knacken? Echt? Blockiert? Dein Ernst jetzt? Na, unfassbar. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich dich ausrauben? Bitte. Unglaublich. Die Suppe ist für Arbeiter und ihre Familien. Denke nicht, dass sie dazugehören. Ich wollte nur mit dir reden, du unhöfliche Göre. So. Da müsste es hier schon irgendwie einen Durchgang geben für das, ne? Es wirkt nämlich schon irgendwie so, als wenn man da rein könnte. Ein Bombenleger, sehr schön. Kann man immer brauchen. Mal schauen, wo wir hier jetzt sind. Aha, das wieder zu. Ist logisch, ne? Alle Zugänge versperrt. Ach Gottchen. Bitte aufhören! Betteln wird nichts ändern. Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Da jede ihrer Taten von angesehenen, geschworenen und pflichttreuen Aufsehern bezeugt oder bestätigt wurde, ist kein Gericht notwendig. Für den Diebstahl von Nahrung, für den Widerstand gegen einen geschworenen Aufseher... Zum Halt! Scheiße! Das hier ist dein Ende! Ich werde über deine Erlaubnis Riten vollziehen. Du Frevler! Verteidige dich! Bei dem Gebot. Ach, leck mich doch am. Echt! Und ich hab wieder vergessen, speichern, ne? Aber wenigstens gibt's eine automatische Dings. Dann nehmen wir das doch mal, ne? Käse, verdammt, ey. Ich bin schon ganz ruhig, weil ich nicht mehr weiß, was ich da sagen soll, beziehungsweise flotter konzentrieren. Käse, wirklich Dreck, verdammter. Mach hin. Es ist halt, ja. Was kann man noch sagen? Ich weiß es nicht. Was tust du denn? Sind diese
dir das hier nicht gefällt, vergleiche es mit dem Tod durch einen der Heuler. Und jetzt geh. Ein dreist gewordener Frevler. Ich werde die Schritte eines ketzerischen Wanderers nicht dulden. Ich war schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Er kennt mein Herz, prüft und verspottet mich. Ich werde stark sein. Bitte aufhören! Betteln wird nichts ändern. Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Da jede ihrer Taten von angesehenen, geschworenen und pflichttreuen Aufsehern bezeugt oder bestätigt wurde, ist kein Gericht notwendig. Für den Diebstahl von Nahrung, für den Widerstand gegen einen geschworenen Aufseher, tot. Alles in Ordnung? Bei den Geboten! Und was ist hier los? Was? Brauchen Hilfe! Hä? Er ist nur ohnmächtig. Findet sie, Brüder! Augen auf! Hallo? Haben jemand verloren? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. War ein bisschen groß für eine Ratte. Wir müssen diese Ketzer finden. Was gefunden, Brüder? Alles absuchen. Was? Scheiße. Du willst kämpfen? Ach. Ach, sie ist so zum Scheißen so blöd manchmal, ne? Ich werde die Ungläubigen jagen. Ist jetzt hin? Ich werde das über deiner hin. Leiche die Riten vollziehen. Du wirst für seinen Tod büßen. Na, falsch. Alter. Wohin. Brüder, geh drüben. Er ist auch verkehrt, ne? Geht doch nicht. Du stinkst nach Ketzerei. Dieses Zahnmodell erinnert mich an die Aufsehermasken in Morley. Ich habe noch keinen getötet, glaube ich. Los! Hoffe ich. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Und wenn, jetzt was mittlerweile, glaube ich, auch schon wurscht. So. Wir ruhen erst, wenn wir dich aus deinem Loch gejagt haben. Irgendwann finden wir dich. Du hast eh keine Chance gegen uns. Wo ist sie, verdammt? Was? Brauchen Hilfe! So. Betäubungsbolzen haben wir genug. Haben jemand verloren? So. Schublade öffnen. Was haben wir denn da? Nix. Dein Tod ist für den Orden, Bruder. Holen wir sie uns! Komm raus aus deinem Loch! Nö. So. Schreibmaschine. Münzis. Jawohl, nehmen wir gerne mit. Ja, Elfenbeinschnitzerei ist sehr gut. So, ja. So eine Schweine, ne? Ist wohl abgehauen. Einfach die Leute da jetzt. Die sind wir los. Umgehauen. Umgebracht. Boah, der kriegt aber schwer Luft.
Messer und das Knochenfragment da unten habe ich auch keine Ahnung. Wie ich das hinkrieg. Gibt es hier drüben noch irgendwas? Tatsächlich. Da oben? Da drüben. Oh. Ich glaube, der Sturm ist vorbei. Na los, hier? Auf einen Fährenkampf. Ich frag mich, wer das war. Warum hat das jetzt nicht hingehauen? Aufseher tot. Ich weiß nicht warum. Ich schäme mich nicht. Ist mir schon wurscht. Echt Hupfengatsch. Das ist mir echt jetzt schon egal. Keine Ahnung, warum der jetzt gestorben ist. Ich weiß es nicht. Mir ist es jetzt ehrlich gesagt schon wurscht. Das ist. Boah, ey. Das Spiel will einfach, dass du mordest. Das geht nicht anders. Es will es nicht anders. Die wollen es nicht anders. Vergiss es. So. Mann, ey. Ich krieg keinen sauberen Rand zusammen. Niemals nicht. Krass, echt. Keine Ahnung, wie man das anstellen soll. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen erzählt. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Es ist bald vorbei. Aber schon erstaunlich, dass wir uns so lange mit ein paar Schlägern abgeben mussten. Du weißt, was die Gebote über das Wetten sagen, Bruder. Die Heuler sind gnadenlos. Und Paolo hat den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt aus den Tiefen des Nichts. Vergiss das nicht. Toll, die Sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergib mir, Bruder Mikos. Gott, jetzt kommen wir wieder nicht drauf. Boah, das ist echt unglaublich. Den Köter kann man nicht dominieren. Nö. Ach komm. Jetzt bleibt man wieder hängen irgendwie. Ist es vermessen von mir zu hoffen, diesen brutalen Mörder wiederzusehen? Weiter nach oben. Wo kommt man hier weiter nach oben? Da drüben? Da drüben wäre halt die Rune. Wir sind doch Brüder. Das hätte ich sagen sollen. Nun werden mich die ganze Nacht Gewissensbisse plagen. Toll gemacht, super. Mhm. Dein Ernst. Ein glitzerndes Ding, mehr nicht. Verbünden wir uns gegen die Glitter des Unbekannten. Und doch ist es mir ins Auge gesprungen. Warum nur diese Versuchung? Der ist einfach so hinter mir. Das war es nicht. Die Litanei der weißen Klippe. Auszug aus einer Schriftreihe von Aufseheranrufungen, verfasst von Oberaufseher Abraham Templeton. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszehren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat und unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir ein Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zur nebeligen grauen Ödnis des Outsiders.
Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen könnten. Können. Jo, bitte, wenn es euch Spaß macht. Dass auch immer alles versperrt sein muss, ne? Jede ach so dämliche Misttür. Dann brauchst du wieder 30 Jahre. Bis du da irgendeinen Kackschlüssel gefunden hast, ne? Ich schau einfach mal rauf. Vielleicht haben wir da oben irgendwie Glück. Ich hab sie nicht durchs Fenster kommen sehen. Was haben wir da? Nix. Da? Nix. Wahrscheinlich ist es eh beim Aufseher drin, der Schlüssel. Was haben wir da? Predigtbuch. Predigt zum Mitherdfeuerabend. Fromme Serkona und gerechte Brüder des Ordens, ich heiße euch alle willkommen. Jo, servus. In diesen Zeiten werden wir auf die Probe gestellt vom Outsider selbst. Täglich hält er Ausschau nach Schwäche, nach Angst. Und wie sieht diese Probe aus? Blutfliegen, bissige Ungeziefer, das für unseren moralischen Verfall steht, unseren verdorbenen Geist. Diener des Outsiders aus dem Nichts entflohen. Und er lacht uns aus. Jeder Befall reitet ihm Ekstase. Ja, gut. Jeder Tod in ein Sieg für ihn, ist ein Sieg für ihn. Ein gewonnener Kampf in seiner endlosen Schlacht gegen unsere Standhaftigkeit. Aber er braucht einen Verbündeten in unserer Welt. Wo findet der Outsider diese Verräter? An heruntergekommenen Orten, in verfallenen Gebäuden, stinkenden Freudenhäusern und schmutzigen Gassen, in denen die Fischhändler die Innereien ihrer menschlichen... Was? Falsch. In denen die Fischhändler die Innereien ihrer Fänge entsorgen. In der Kanalisation, wo Straßenkinder zwischen menschlichen Ausscheidungen nach verlorenen Wertgegenständen suchen. Und in alle Stuben. Diesen finsteren Orden und deren Bewohnern dürft ihr nicht trauen. Sie tragen das Zeichen des Outsiders. Denken wir an die Gebote, während wir das Loblied Verderbnis an meinen Fersen, ich eile von dannen hören. Na dann. Sauber. Sauber. Eine Metallkiste. Und drinnen ist... Jo, nehmen wir gern mit. Die Minen haben wir schon. Okay. Wie ich es einfach nicht gebacken kriege, einmal niemanden umzubringen. Seltsam. Sehr seltsam. Mögen meine Brüder mehr Stärke geben. Sind wir nicht eins? Mach's gut. Und der nächste Wind. Schwinde aus dieser Welt. Ist da jemand? Zeig dich! Das was? Hier ist dein Ende. Oh! Halt! Ich wollte nur speichern. Ich wollte nur speichern, ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Au. Geht kein Risiko ein! Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier raus? Ich will hier weg. Jetzt ist Schluss. Mach das Fenster wieder zu. Au. Sie ist weg. Wo war das? Ich kann nicht bei sein.
Einmal unvorsichtig. Und das reicht schon wieder. Scheiße. Aber irgendwie doch gut entkommen. Ach, Dreck. So, ein bisschen Mana trinken. Ach ja. Ich glaube, die kommen jetzt alle zurück, ne? Ich verstecke mich einfach mal. Meine Güte, ey. Alter, es läuft nicht gut in dieser Runde. Ich finde die halben Knochenfragmente, ich finde die Knochenfragmente nicht an. Wenn ich wo rein will, ist immer alles versperrt. Es ist echt grauslich und widerlich. Wahrscheinlich muss ich wieder alle bewusstlos machen und schauen, ob irgendjemand einen Schlüssel hat oder so. Keine Ahnung. Ja, toll. Die kommen jetzt gerade hier vorbei, ne? Brüder, meine Maske schmerzen muss. Ich bin stark. Das ist jetzt, als wenn eine ganze Armee da durchmarschieren würde, ne? Immer in der Nacht lachen. Ich meine, das kann irgendwie nicht mal automatisch. Sie wird in dir hervorsteigen. So, darf ich jetzt? Ansteckender Schwarm, der alles in seinem Weg verschlingt. Selbst den Schmerz. Sie taucht schon wieder auf. Muss nur geduldig sein. Ich warte einfach. Sicher nicht lange. Ich werde mal kurz speichern. Bevor ich nochmal was versau, ey. Ich glaube, nochmal komme ich da nicht davon. Also speichern. Wow. So, und dann hoffen, dass das jetzt klappt. Wenn ich den erwürg. Begegnet mir ein Ketzer. Stinkend nach dem Nichts. Wird er heute. Blühen. Münzen. Okay. So, normal müsste ich jetzt Ruhe haben, ne? Scheiße. Boah, Alter. Ich will doch nur meine Ruhe haben hier. Huch. Was habe ich jetzt gemacht?
Bewusstlos. Okay, so geht's auch. Okay. Okay, so geht's auch. Habe ich jetzt Ruhe? Alter! Ich hoffe doch, dass ich endlich Ruhe habe. So, alter Schalter. Eine Birne, die hau ich mir jetzt mal runter. Also die esse ich jetzt mal. Boah, ey. An die Gebote. Was auch immer diese Unruhe verursacht hat, ist vergänglich. Ja, eigentlich schon. Wenn ich endlich habe, was ich will, bin ich weg. Aber bis dahin bin ich da. Yeah, Münzis. So. Aha, das Windchen kommt wieder. Jetzt hatscht da hinten einer rum. Der Ernst. Jetzt habe ich, jetzt bin ich erledigt. Jetzt kann ich schwer laden. Diesmal krieg ich sie. Jetzt kann ich schwer. Es ist hier unglaublich. Es ist ja nicht zu fassen. Ach, jetzt habe ich da langsam echt. Also wirklich. Jetzt bin ich echt schon überlegen, die Runen und die Knochenfragmente liegen zu lassen. Punkt. Die Fähigkeiten, die mir besonders gefallen, habe ich eh schon. Und langsam habe ich echt nur mehr den Wunsch, den Kerl da abzuholen und ihn abzuliefern und weiterzumachen. Wirklich. Also, ich glaube, das werde ich auch so handhaben. Das werde ich auch so handhaben. Na gut, ihr Lieben. Dann sage ich mal, das war's für heute. Wir sind das ist doch einfach Brüder. Unglaublich. Das hätte ich sagen sollen. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Ertragen und Erdulden meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!